WB, meine Freunde, wir kümmern uns jetzt erst einmal um Hackepeter, Trüffelbeißer und Arschbeißer. Geil. Ja. Wollen wir mal schauen. Wo sind die denn? Oh, das ist ja gleich hier. Da dann. Das ist die richtige Einstellung. Nein, mein Auto brennt. Jetzt lass uns jagen. In Ordnung. Pass auf Hackepeter, Skags, Trüffelbeißer und Arschbeißer auf. Die beißen einfach alles. Auch dich. Noch einer. Mehr. Arschbeißer ist weg. Steh auf und jage wieder. Bring mir das Fleisch für die Skelltons. Was ist denn immer noch falsch an? In das Gesicht! Und du, der Esel! Verdammter Esel! Ich frage mich, ob mein Messer in deinen Schädel passt. Große Fresse, Mann! Autsch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das spannend. Oh, mein Auto steht noch da. Der kleine Pisser sich da gerade an die Karre dran gehängt. Okay, okay. Damit zeige ich es dem arroganten Pfannwender-Bastard. Wenn die Leute erst meine neuen verbesserten Skagdogs probieren, stehe ich wieder an der Spitze des kulinarischen Adels. Und du
bekommst eine Skagdog Flatmate. Hoffentlich hast du Hunger. So, ich schau mal so, jetzt müsste man eigentlich erst nochmal zur Basisstation. Wo ist die denn wohl gewesen? Dort. Da gibt's nämlich auch noch eine Mission. Hey. Nach Karte fahren. Das sieht gut aus. Sind wir denn jetzt? Ich muss ja da über die Sprungschanze und dann immer geradeaus. Festhalten! Nicht richtig. Jetzt fahren wir halt noch einfach ein Stück weiter. Das sieht besser aus. So, dann erst einmal gucken. Knifte wollten wir gegen das Snipper-Tau tauschen. Die da macht am meisten Wumms. Der Rest kommt weg. Warten! Mehr braucht man nicht. Wenn du dir die Taschen füllst, werden sie aber nicht kugelsicher. Schau mal wieder rein für noch. Da wollen wir mal gucken, da gab es jetzt noch eine Quest. Wo ist es? Oben. Oben. Na, na, na. Na, hallo, Kammerjäger. Wie geht es uns denn heute? Da. Vaughn, ich habe eine KDK-Statue entdeckt. Weißt du was darüber? Ah, die Kinder der Kammer lassen diese scheiß KDK-Statuen überall zurück. Weißt du was? Wir zeigen es diesen Möchtegern-Göttern und stellen unsere eigenen Götzen her. Nach meinem Vorbild. Vom kantigen Kinn bis hin zu den legendären Waden. Finde zuerst alle meine Steckbriefe. PS, ich bin sehr begehrt. Wenn wir das durchziehen wollen, müssen wir den 3D-Scanner mit den Bildern von mir füttern. Dann können wir die Statuen drucken, die aussehen wie ich. Das wird den Kalypsos gewaltig gegen den Strich gehen. Tja, meine Freunde. Ich habe nicht vom Hyperion. Ich würde aber behaupten, dass das ist eine kurze Folge heute. Ich denke, das machen wir erst in der nächsten Folge, damit wir hier mal ein bisschen Sortierung reinkriegen und nicht immer alles durcheinander haben. Da brechen wir dann jetzt hier an dieser Stelle einmal ab und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.